Hallo meine Freunde, was geht ab? Mein Name ist Washbar und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das heutige Video ist besonders interessant für Leute, die den Multiplayer besitzen, denn wir werden uns genauer damit beschäftigen, wie man am schnellsten das Blaupunktvisier freischaltet. Unter Blaupunktvisier verstehe ich das holographische Visier, bei dem nachträglich das Fadenkreuz geändert werden kann, zu einem kleinen blauen Punkt. Im Folgenden werde ich mit euch besprechen, warum das Fadenkreuz so gut ist, was für Vorteile es mit sich bringt und einige Tipps und Tricks nennen, die ein Freischalten ziemlich schnell ermöglichen. Vorab möchte ich aber noch erwähnen, dass insgesamt 96,9% an Leuten, die meine Videos gucken, diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Deswegen habt ihr jetzt die ideale Chance, mir ein Abo dazulassen, mir einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat und die Glocke zu aktivieren, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Denn in nächster Zeit werden extrem viele neue Videos auf euch zukommen, die sowohl Call of Duty Warzone, Modern Warfare Multiplayer als auch Black Ops Cold War betreffen werden. Um nichts zu verpassen, gerne auf Abonnieren klicken. Springen wir aber jetzt direkt ins Video. Die erste Frage, die sich die meisten stellen werden, warum eigentlich dieses Visier? Beziehungsweise genau dieses Fadenkreuz. Eines der wichtigsten Gründe ist, dass es so klar und übersichtlich ist. Denn schaut man sich andere Visiere an, die auch einen Zoom beinhalten, sind die wenigsten sehr klar dargestellt, sondern haben meistens mehrere Punkte im Visier, einen Kreis, viele kleine Haken und andere unterschiedliche Sachen, die einen beim Reinvisieren ablenken können. Mit dem Visier, was ich euch hier zeigen werde, habt ihr nur einen klaren blauen Punkt, der sich eigentlich für alle Waffen sowohl in Warzone als auch im Multiplayer super eignet. Hinzu kommt, dass ihr mit diesem Scope das 1,5-fach vergrößert, eine ZV-Geschwindigkeit von 17 Millisekunden habt. Ein VLK-Visier, was beispielsweise auf 3-fach vergrößert, hat 29 Millisekunden als ZV-Geschwindigkeit und zusätzlich noch kein klares Visier, denn man hat entweder relativ viele Punkte im Scope oder, wenn man das Fadenkreuz verändert, ein übergroßes Kreuz im Sichtfeld. Also wenn ihr sagt, die 3-fach-Vergrößerung brauche ich nicht unbedingt, 1,5 reichen völlig aus und dafür habe ich lieber ein klares Visier, entscheidet euch für das Holo-Visier und schaltet den Blaupunkt frei. Wenn ich euch hier einmal die Fadenkreuze des Holovisiers zeige, fällt erstmal auf, wie schrecklich einige sind. Denn für mich persönlich sind davon keine spielbar, bis auf das Standard, also das erste Fadenkreuz, und das letzte, also der Blaupunkt. Kommen wir jetzt zu den Tipps. Die Herausforderungen, die für die unterschiedlichen Fadenkreuze erfüllt werden müssen, sind hauptsächlich Headshots oder Kills. Für das erste Fadenkreuz muss man insgesamt 200 Kills machen. Dabei muss das holographische Visier ausgerüstet sein, das dafür aber auf jede Waffe gepackt werden darf. Es geht weiter mit 50 Headshots, wo man ebenso das holographische Visier auf der Waffe haben muss. Das Ganze wiederholt sich, bis man letztendlich bei dem blauen Punktvisier angekommen ist. Als letzte Herausforderung muss man 3 Kills machen, ohne zu sterben, und das insgesamt 150 Mal. Überraschenderweise muss dafür auch wieder das Holovisier ausgerüstet sein. Habt ihr alle diese Herausforderungen erledigt, könnt ihr über Anpassen das Fadenkreuz einstellen und habt den blauen Punkt endlich freigespielt. Also wie ihr an den Zahlen schon gesehen habt, ist das Ganze schon ein ziemlicher Grind und definitiv mit Aufwand verbunden. Ich möchte euch jetzt noch gerne eine Klasse an die Hand geben, die euch das Ganze etwas vereinfachen wird und euch hoffentlich etwas Zeit erspart. Gerne einfach diese Klasse nachbauen und anschließend eine Runde Shipment starten. Es sollte kein Geheimnis sein, dass man mit Shipment am besten Sachen freispielen kann, sei es Tarnungen oder wie in diesem Fall Fadenkreuze. In den meisten Fällen ist es so, dass jeweils am Ende der Season Shipment als Playlist vorhanden ist, beziehungsweise Shoot the Ship vorhanden ist. Habt ihr also etwas Zeit und könnt diese gut überbrücken mit ein paar Runden Warzone, wartet bis zum Ende der Season oder bis die Shipment-Playlist da ist, um schnellstmöglich die Kills zusammenzubekommen. Wenn ihr die Aufgaben erledigt, immer darauf achten, dass teilweise unterschiedliche Visiere ausgerüstet werden müssen. Also jeweils vor den nächsten Runden prüfen, was für ein Visier benötigt wird, um das nächste Fadenkreuz freizuspielen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse liefern, um das Fadenkreuz freizuspielen. Schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, ob es sich eurer Meinung nach lohnt, den Stress auf sich zu nehmen, nur um einen Punkt auf dem Fadenkreuz abgebildet zu haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.